So, warte. Ich fange an, ja? Wie du möchtest, wenn du Jesus bist, darfst du gerne anfangen. Ja, klar, gerne. So, Aufnahme ist gestartet, während hier gerade Yvonne im Hintergrund einen säuft. Und sich Kevin hier irgendwie sehr schmiegsam an mich kuschelt, was mir irgendwie Sorgen macht. Ja, also herzlich willkommen zu einem weiteren Meeting von Crazy Five. Wir saufen. Das passt. Das passte gerade. Ja, wir sind mal wieder hier Déjà-vu-mäßig an dieser Diamantenwand im Casino, weil wir einfach keine Fantasie haben und uns einfach keinen besseren Hintergrund für unser Intro aussuchen können. Und ja, heute haben wir uns mal wieder versammelt, um mal ein bisschen Chaos zu stiften und ein bisschen was zusammen zu machen. Genau. Wir wissen noch nicht genau, ob wir jetzt Playlist machen und danach dann Open Lobby oder andersrum. Mal gucken, das entscheiden wir jetzt gleich. Ja, ich gebe dann mal ab hier an diesen Spinner hier, der gerne mit Männern kuschelt. Bitteschön. Ich bin mal weg. Ja, schön, herzlich willkommen. Und apropos Déjà-vu, ich habe schon wieder Déjà-vu. Ich habe schon wieder das Auto gewollt. Ihr seht es hinten noch auf dem Casino tatsächlich, auf dem Casino-Rad, dass das Auto angezeigt ist. Ich habe es tatsächlich mal wieder gewonnen. Zeige ich euch irgendwann später mal. Ja, genau. Während die Mon sich gerade so ein bisschen vor uns auf die Füße gelegt hatte. Und vor mir. Ja, vor dir, ja. Sie wollte ja einmal die Schuhe lecken. Sie steht ein bisschen drauf, habe ich gehört. Ja, na, das stimmt schon, aber die Stelle war falsch. Nein, weil die Schuhe sind richtig. Alter, du Drecksack, könntest du mal aufhören, deine Popel nach mir zu schmeißen? Entschuldigung. Nein. Ekelhaft, Alter. Genau, was wir heute machen ist, wir werden, also ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit Playlist an und dann gucken wir mal, was so, wie das sich entwickelt. Und der mir tatsächlich aufgefallen ist, dass diese Open Lobby Kriege tatsächlich sehr gut ankommen, würde ich sagen, bauen wir da auf jeden Fall ein paar wieder mit ein und legen uns wieder mit allen möglichen Leuten an. Was machst du? Ja. Und dann gucken wir einfach mal, was der Tag heute so bringt. Ha? So. Wir sehen hier im Bild zwei vernünftige erwachsene Leute und dann ein Mobbingopfer da drüben. Sagte das Lord Helmchen hier, ja. Sag mal, Markus, bist du aus Squid Game entlaufen? Nee, aus Squid Game. Ich warte eigentlich. Ich meine, das Video ab 18 ist tatsächlich, oder ab 18 sein sollte. Ich glaube, ich warte schon auf die ersten Pornos, die genau so heißen. So. Du hast verloren, du musst ihn jetzt reinstecken. Ja. So was, ja? Keine Ahnung. Okay. Wo ist jetzt Yvonne, Alter? Bekotzt sie sich jetzt immer noch auf dem Klo oder was da los? Die ist bestimmt wieder irgendwo da, wo es Alkohol gibt. Ich bin im Baum! Warum? Warum bist du nicht hier? Wo wir sind? Weil ich Kilometer weit weggeflogen bin. Wo die normalen Leute sind. So, ich starte dann mal Playlist, würde ich sagen. Ne? Ja. Wie gesagt, wir gucken einfach, wie sich das Ganze entwickelt und vielleicht machen wir dann auch wieder mal ein bisschen was. Wir machen heute Zeit haben wir ja. 3,5 Stunden immerhin. Oha! Ja? In diesem scheiß Baum, wo du steckst, ne, bist du einfach unbesiegbar. Kann dich keiner töten. Wissen wir doch, hatten wir doch schon in der Aufnahme den. Die Folge Baum. Gibt es schon. Ja, Alter. Ich muss mich einfach auch dauerhaft besaufen, damit ich das hinkriege. Stimmt, du warst ja, ich glaube, du warst nicht mit drin, glaube ich. Nee, da war ich nicht da. Er war nicht mit drin. Ja. Nicht also, immer. Er war nicht in den kuscheligen Baum mit drin. So. Das könnte die Einladung gewesen sein. Ich muss mal gerade hier einen rausschmeißen hier. Ja, toll. Warum schmeißt du mich raus? Ja, ja, ja. Dich nicht. Babyfeed. Warum auch immer der auf einer offenen
auf einer geschlossenen Playlist dabei sein kann. Weil die noch am Anfang öffentlich ist und manche sind sehr schnell. So. Legen wir los. Würde ich sagen, ja. So, haben wir hier wieder mal vertreten. Zwei von Crazy Five YouTube und zwei Gruppenverräter. Ja. Ich glaube, ich habe die Tore gelöscht. So, ich habe die Folge, die ich all die beiden angesprochen haben, tatsächlich, oder die ich angesprochen habe, mal kurz in die Gruppe geschickt. So, mal schauen, was haben wir denn im Team des Match? Ah, ja, ja, das könnte ja wieder super frustrierend werden. Naja, nein, alles gut. Den normales Deathmatch. Kein Team Deathmatch. Ja, alle gegen alle. Also für uns ist es witzig, ja. Für dich wissen wir noch nicht. Keine Ahnung. Ach, alles gut. Wenn es so ist, dann ist das so. In der guten Alten bin ich Knarre. Oh, geil, ich spawn bei einer ranzigen Matratze. Ey, du sollst dein eigenes Schlafzimmer nicht so beleidigen. Oha. Das war klar, ganz cool. Erwischt. Das war so klar, dass du um die Ecke kämpfst. Wir sind eigentlich ziemlich gegenüber voneinander gespawnt. Ich weiß, das war deswegen, klar, dass du denn irgendwo in die Ecke kämpfst. Ich hab nur gewartet, bis du vorbeikommst oder bis irgendwer vorbeikommt, weil man sieht ja nicht, wer es war. Ey! Da hat schon wieder ein Auto. Nein, ey. Ich wollte gerade sagen, ich höre schon wieder Autos. Nein, von Explosion. Ja, yeah, schauen Sie Auto. Oh Gott sei Dank. War klar. Nee, es hat zu dir gelaufen. Nach 3 Kills in Folge. Ja, ja, ich hab dich zu spät gesehen. Wo kam die denn? Ja, mach du nur. Viel Spaß. Schade, weil wir klappen können. Scheiße, Mann, ich hab dich nicht auf den Kopf gekriegt. Ich hab rechts links vorbeigeschossen an der Schädel, das hätte ich eher gehabt. Mist. Hau ab. Ah, verdammt. Du wirst aber auch gar nichts mehr gehabt haben eigentlich. Jetzt erschrocken, ey. Das ist doch nichts Neues, dass du mir in die Arme rennst. Das ist doch, das kenne ich doch schon. Naja, das mit dem Baby versucht wegzurennen, aber sie läuft eigentlich immer in die falsche Richtung. Nee, in die richtige. Nee, die falsche, aber sie läuft. Sie... Oh, ich hätte meine gleichzeitig. Ja. Ich hab mich auch übelst erschrocken. Ich dachte, hä, ist das ein Spieler? Und mir wurde halt nichts angezeigt. Auch kein Name oder so. Hm. Steht die da oben? Da campt die da oben in der Ecke, weißt du? Ich bin mal auf spazieren gegangen. Hätte man da, ja, spazieren. Ich schieße ein ganzes Magazin auf dein Schild, aber nichts passiert. Oder was los mit dem Geh mir nicht auf den Sack. Der mit deinem Auto da. Weil ich dich erwischt hab, ey. Mann! Wow. Divers. Perfekt. Das ist ja Enrico. Divers.
Hab ich gesehen. Ah, ah, ich brenn selber. Aua. Ich und den Kill hole ich mir noch. Den Kill habe ich mir doch noch gerangelt. Grillen und das passt. Oh, Mann. Wir stellen auf den Kopf verzicht. Oh, hier explodiert alles. Ich hatte Weste an. Wie das schön in die Knie so gegangen, du sei. Ja, easy. Was ist das denn? Heute nicht. Ja, falsche Waffe gehabt, Mann. Alter. Der wirft schon wieder mit Granaten, ey, da hab ich ja, gar keinen Bock. Immer. Du kommst mir genau in die Arme gelaufen. Ja, weil ich gezielt habe, bist du schneller gewesen. Ja, den hab ich euch nicht gesehen, aber du kommst genau um die Ecke rum und dann kriegst du die Waffe ins Gesicht. Aber dafür gab es zumindest die, glaube ich, die Beerdigung von deinem. Von deiner Serie. Mann, da muss er nachladen, scheiße. Nee, war doch gut. Nein, ich bin nicht hier hinter, das willst du hier rein. Mann, ach. Schade, ich hab gedacht, ich könnte dich erschlagen schnell, aber es ging nicht. Das hab ich schon geschafft. Na, bei, ja. Hab ich bei Yvonne auch schon. Ich hätte die ist genau auf mir in den Schoß gefallen. Ich hab dich aber noch erwischt und du mich nicht. Scheiße, du hast mich doch noch gekriegt. Die zweite Granate noch, die hat mich noch gekriegt. Ah, ja. Oh, geil. Die einfach gegen die Wand geflogen ist. Ne, weiß ich nicht, aber die zweite Granate hat zumindest noch grau geholt. Ah, oh, ja. Oh Mann, immer dieses Nachgelade, Alter, scheiße. Das war mein Glück, dass ich auf deinen Kopf kam noch. Junge, geht nicht fast. Ih, du kamst auf meinen Kopf, das ist ja ekelhaft. Ja? Nee. Glück gehabt. Was ihr zwei killt euch halt durchgehen so und ich und Baby killen uns halt zwischendurch mal. Ja, zwischendurch mal, ja. Da werden wir uns halt über den Weg laufen. Alter. Ich hab nur gewartet, du kamst. Ob ich gewartet, ich bin losgelaufen. Du hast gewartet, bis er gekommen ist, ja? Nee, das nicht, also. Ja. Mist. Nicht richtig erwischt. Aber es sah gut aus. Doch, ich hab dich umgefahren. Nein. Doch, bei mir habe ich dich umgefahren. Okay. Was? Ja, da hockt der Hund. Ich wusste es. Der hat dich nicht anvisiert. Weil ich war eigentlich mich in die Richtung zu dir gedreht und der hat dann wieder komplett in die andere Richtung gezielt. Davon habe ich Zeit verloren. Ah, du willst doch sowieso dieses Bitch. Das ist klar.
Das war mir klar, dass da wieder irgendwo ein Auto kommt. Hört mal auf mit der Scheiße. Das ist nicht wahr, der eine, der überschießt, der eine überfährt mich, ich komme nicht mehr hoch und mag, der Enrico schießt er mich einfach weg. Du schenkst ihm echt die Kills die ganze Zeit. Okay, halten wir fest, Kev kriegt da nicht viel umgefahren, hab nicht mehr hoch. Ach man, der nächste. Au! Die alle mit Autos rumfahren, Alter! Mist! Ja, ich war fast tot, den Fett. Ja, zumindest den Rache-Kill noch. Ja, dann bist du aber auf mich drauf geglitscht, sozusagen. Nein, ich bin daneben. Also, bin ich daneben gelandet. Ja, bei mir bist du aber. Ich hab dich versucht, in der Wand einzuquetschen, da bist du aber auf dem Auto drauf gelandet. Okay. Ich weiß gar nicht, was ihr da gesehen habt. Ich muss aber auch sagen, ich spiele heute über WLAN. Das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen buggy. Bin ja nicht zu Hause. Ja. Deine scheiß Kills, keine Ahnung, Gefühl, da habe ich glaube ich 10 Stück von dir gekriegt. Aber egal, alles gut. Ah, okay, du hast 10 Mal von dir gekriegt. Ja? Ja? Öfters. Im Gegensatz zu dir kann ich so oft. Ausrasten? Wer weiß? Level 296. Jetzt haben wir noch ein Land drin. Okay.